So, das Spiel ist vorbei. Bietigheim hat gegen München gespielt. Das Spiel ist 3-4 ausgegangen. Ich stehe jetzt hier mit dem Coach von München. Servus, André. Wie, also erstmal Glückwunsch zum Sieg. Und wie wichtig war jetzt der Sieg auch im Hinblick aufs Viertelfinale? Ja, du hast es erwähnt, Viertelfinale war vor der Saison nicht das Ziel, weil wir die Liga nicht einschätzen konnten. Wir haben gesagt, es kann jeder jeden schlagen, was sich jetzt vielleicht nicht ergebnistechnisch bewahrheitet, aber spielerisch ist schon verdammt viele Spiele auf Augenhöhe. Das geht mal, ja, es entscheiden halt Nuancen. Und klar, jetzt haben wir uns zwei Endspiele erarbeitet. Das erste ist morgen, zweite kann nächste Woche sein. Und ja, wenn man mal am Honigtopf geschleckt hat, dann will man natürlich ganz haben. Jetzt wollen wir dann natürlich auch rein. So, das Spiel ist 3-4 ausgegangen. Es war ein knappes Spiel. Hätte das eigentlich deutlicher ausgehen können, deiner Meinung nach? Ja, in der Theorie ja, weil wir die Tore, sag ich mal, so ein bisschen hergeschenkt haben. Ja, das erste verteidigen wir einfach einen Querpass vors Tor nicht. Beim zweiten pennt eine Verteidigerin halt komplett und lässt Ines halt komplett allein stehen. Und beim dritten, der geht, glaube ich, sogar von unserem Fuß rein. Also wir haben die so ein bisschen hergeschenkt. Aber gut, auf der anderen Seite, ja, du musst ja die Tore schießen. Und ich glaube, dass wir genau dieses eine Tor besser waren. So, was wird jetzt noch im Training besprochen oder trainiert, damit jetzt die folgenden Spiele, gerade morgen geht es ja weiter, auch dann ein Sieg drin ist? Ja, jetzt also erstmal müssen wir morgen spielen, bevor es wieder ans Training geht. Aber ja, dann klar, dann bereiten wir uns, wenn das Spiel morgen gespielt ist, also unabhängig davon, wie es ausgeht, geht es für uns auf jeden Fall was um was im letzten Spiel. Ja, und dann werden wir uns schon auf den MAC einstellen. Wir kennen unsere Schwächen, wir kennen auch unsere Stärken. Ja, wir werden natürlich versuchen, an den Schwächen noch etwas zu feilen, dass sie weniger werden und dann auch nächstes Wochenende zu bestehen. Top-Spielerin heute, deiner Meinung nach? Ja, ich finde, Feline Boller hat in der Mitte ein überragendes Spiel gemacht. Aber auch Jule Bleul hat hinten rechts ja für richtig viel Betrieb gesorgt. Also die zwei, finde ich, sind so ein bisschen rausgestochen auf unserer Seite. Über den Gegner möchte ich mir nicht anmaßen, was zu sagen. Das darf Jürgen gleich machen. Ja, aber ich finde, dass die zwei so das Spiel an sich gerissen haben und so die Waage für uns zum Kippen gebracht haben. Ja, eindeutig. Was ist denn heute trotzdem, also trotz des Siegs, weniger gut gelaufen? Ja, weniger gut gelaufen, wie ich schon gesagt habe, dass wir die Tore zu leicht hergeschenkt haben. Bietigheim hat richtig, richtig, richtig gut verteidigt, ja, auch mit der Halle im Rücken, das macht echt Spaß hier zu spielen. Ist es halt schwierig, sich Chancen zu erarbeiten. Ja? Und wenn man die dann nutzt, ist es schön, aber es ist halt sau ärgerlich, wenn man dann durch, ich nenne es mal so Soft Goals, halt den Gegner wieder zurück ins Spiel bringt. Ja, wenn man vielleicht mal sagt, okay, wir bleiben jetzt konstant stark und kann vielleicht noch einen nachlegen, dann bist du irgendwann weg. Aber wir haben halt nie geschafft, wegzuziehen und das müssen wir uns schon ein bisschen ankreiden. Dann wünsche ich noch ganz viel Erfolg, natürlich auch auf Hinsicht hier Viertelfinale und bis bald mal wieder. Dankeschön. Ciao. Ciao. So, dann machen wir direkt weiter mit dem Trainer Jürgen Fili. Coach von Bietigheim. Servus, Jürgen. Ja, servus. Was sagst du zum Spiel? Ja, was soll ich zum Spiel sagen? Leider verloren. Ne? Ist für uns nicht gerade so erfreulich, dass wir heute verloren haben. Spiel betrachtet, im Ganzen würde ich sagen, war es ein Spiel auf Augenhöhe zum Großen und Ganzen. In den entscheidenden Situationen war dann einfach der Münchner SC cleverer. Und da ist halt ganz einfach so, wenn man da nicht immer hellwach ist, sag ich mal, zu 100%. Dann haben die ein super Kombinationsspiel drauf gehabt. So haben sie auch ein oder zwei Tore gemacht, wo wir, sag ich mal, ein bisschen gepennt haben. Und ja, dann wird es halt dann schwierig, wenn München mal ins Laufen kommt. Ja. Kann man von Glück reden, dass es nur 3-4 ausgegangen ist? Oder findest du, dass es heute auch durchaus ein Sieg drin gewesen wäre? Also von nur 3-4 würde ich jetzt nicht reden, sag ich mal. Die Münchner haben zwar noch zwei, drei Großchancen gehabt, mir allerdings auf der anderen Seite natürlich auch. Von daher betrachtet bin ich der Meinung, dass es eigentlich, es hätte ein 4-4 sein können mit ein bisschen mehr Glück, aber über das ganze Spiel betrachtet war der Sieg für München okay. Du hast gerade schon angesprochen, Glück hat heute meiner Meinung nach eine große Rolle gespielt. Es waren auch ein paar Schiedsrichterentscheidungen dabei, die gerade Bietigheim nicht so in die Karten gespielt haben. Siehst du das auch so? Ja, ich meine, als Trainer im Spiel sieht man es immer ein bisschen anders schon wie der Schiedsrichter. Ich werde mir die Videoanalyse mal angucken, ob es tatsächlich dann auch so war, wie ich es persönlich oder wie Bietigheimer Fans das gesehen haben. Und oftmals ist es dann halt schon so, dass der Schiedsrichter meistens recht hat. Woran lag das denn jetzt aber im Endeffekt? Ich meine, Bietigheim hat mit dem ersten Tor ist in Führung gegangen, konnten es dann aber auch wie in den anderen Spielen so die Führung nicht über die Zeit bringen. Woran lag denn das? Da bin ich jetzt auf die Stelle so kurz nach dem Spiel ein bisschen überfragt. München hat dann speziell in der zweiten Halbzeit einfach von Anfang an das Heft ein bisschen übernommen. Wir wurden in die eigene Hälfte gedrängt und haben uns dann nicht mehr so, sag ich mal, befreien können, wie wir es eigentlich vorgehabt haben.
Von deswegen, wie gesagt, ist der Sieg eigentlich für München in Summe betrachtet dann mit dem 3-4 in Ordnung. So, jetzt mit Ausblick auf die noch kommenden Spiele. Morgen geht es gegen Nürnberg. Was nimmt man aus dem Spiel heute mit, dass morgen dann gegen Nürnberg der Sieg eventuell drin ist? Ja, dass wir, sagen wir, diese paar Minuten, wo wir dann als mal im Spiel nicht online sind oder nicht 100% online sind, dass wir die morgen über das ganze Spiel auf die Platte bringen. Und da bin ich eigentlich zuversichtlich, dass wir morgen wieder auf alle Fälle ein Spiel auf Augenhöhe abliefern können in Nürnberg und mit ein bisschen Glück und dann die 3 Punkte mit nach Hause nehmen, um den Klassenerhalt dann dementsprechend safe zu machen. Ja, Klassenerhalt, die Saison neigt sich dem Ende zu. Wie sicher bist du, dass wir in der Liga bleiben werden? 100%. Ja, also ich habe keinen Zweifel dran, die Mannschaft ist mental so stark. Die steckt die Niederlage heute gegen München auch weg bis morgen früh. Wir spielen ja schon um 11 Uhr, müssen um 7:30 wegfahren. Aber die sind so gut drauf, die Mädels, dass wir morgen zu 100% eigentlich einen Sieg einfahren wollen. Wollen wir eigentlich immer. Ne? Manchmal klappt es halt nicht. Aber morgen werden wir einen Dreier mit heimbringen. Und selbst wenn es unentschieden wäre, dann wird es auch schon reichen. Ja. Dann wünsche ich ganz viel Erfolg für morgen und die kommenden Spiele. Ich bin da sehr optimistisch. Ich glaube, wir alle hier. Und bis zum nächsten Spiel. Ja, vielen Dank. Mach's gut. Das war's von den Trainern nach dem Spiel. Bis zum nächsten Mal.